Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Und ich muss sagen, liebe Leute, ich habe mittlerweile wieder richtig Bock auf das Spiel. Also nicht so, dass ich jetzt vorher keine Lust hatte, aber aktuell macht es mir wieder richtig viel Spaß. Ja, das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Außerdem möchte ich mal was probieren. Bevor wir jetzt weitermachen, und zwar am Eisenschloss, möchte ich mal ganz kurz gucken, ob ich Heides Flammenturm, den ich ja schon geupgradet habe, mittlerweile schneller besser hinkriege. Wow. Ich sollte auf jeden Fall... meine Heilung ein bisschen hinkriegen. Nein! Oh, ich wollte gerade nochmal. Na. Na. Okay, das Gebiet ist noch ziemlich schwer, möchte ich meinen. So. Aber nicht verzagen. Wir müssen erstmal den Großen hier erledigen. Gut, das war jetzt nicht gerade die beste Kür. So, da ist nämlich einer von diesen Blinden hier. Ein Bleistein. Boah, 1200 Seelen. Also Seelenfarmen kann man hier tatsächlich sehr ordentlich. Komm ran, Bro. Jetzt kommt der andere an mit seiner großen Keule. Das heißt, ich sollte mich mehr hier nach unten hin begeben. Komm mal ran hier, du alter Keulenman. Die jetzt nicht noch hier einen Keulenman. Nein, ich bin zu spät gesprungen. Was zur? Ey, WTF. WTF. Ja, das war jetzt mein Fehler, aber... WTF, wieso habe ich es nicht mehr drauf, diesem Typen auszuweichen? Ach, scheiße. Mann! Das läuft gerade überhaupt nicht so, wie ich das ganz gerne hätte. Also, um nicht gleich zu sagen, das läuft mal überhaupt nicht so. Ich schneib dich weg, du alter Heideritter! Du heidefeide Ritter. Na, komm mal ran hier. Ja, komm, lauf da vorne runter. Ja, ja, Mann. Ach, Alter, nein. Oh, der Finstergeist von Shaker überfällt mich. Na, dann... empfangen wir mal den Shaker. So, Shaker. Du alter Schüttler. Natürlich. Was? Ach, da oben steht der. Ha! Da ist Shaker.
So, Shaker. Da dachte der Shaker hier. Ein Menschbild, weil ich den ollen Shaker besiegt habe. So, da dachte der Shaker hier, er kann hier gegen mich antreten, dachte er. Der alte Schüttler. So, jetzt wollen wir erstmal den Heideritter da hinten klar machen. Ich hoffe so ein bisschen für den Shaker, dass der sich jetzt gerade so ein bisschen ärgert, so. Ne? Nein! Genau wie ich mich ärgere, weil ich jetzt hier schon wieder gestorben bin. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, hier müssen wir tatsächlich noch ein bisschen üben. Das Schlimme ist ja nicht nur das, was uns hier erwartet, sondern das Schlimme ist ja dann auch noch gleich dieser Weg zum Boss über den Drachen. Ich kann das ja mal ganz kurz vormachen. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich hier das andere Bonfire nehmen. Falls ihr euch fragt, warum ich das nicht nehme. Tatsächlich, weil ich müsste ja eigentlich noch den Drachenreiter, den habe ich ja schon, den anderen, den alten Drachenritter, den müsste ich noch besiegen. Den Drachentöter. Ihr wisst schon, ihr wisst ja schon, wen ich meine hier. Und zwar die Reinkarnation von Ornstein, der da hinten so rumflitzt. Den müsste ich ja eigentlich noch besiegen. Du bist klüger als dein Boss. WTF, wieso werde ich immer getroffen? Das ärgert mich. Ich nehme jetzt einfach einen Schluck. So, jetzt komm, fall mal da runter. Ach, wieso fällst du nicht? Ja, wie gesagt, ich verbrauche ja auch gerade echt zu viele Punkte. Wir müssen die ja schon hier so ein bisschen besiegen. Wir können die ja nicht einfach hier so stehen lassen. Der mit dem Schwert ist übrigens besonders fies. Merkt ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Ach Mann, ey. Okay, also ich glaube, hier bin ich echt noch nicht stark genug. Ich glaube, hier bin ich echt noch nicht stark genug. Also ihr merkt, sich ein Gebiet zu verschlimmbessern ist eine coole Sache an für sich. Also an für sich ist das echt eine geile Sache. Aber es bringt halt leider auch so ein bisschen den Nachteil, dass es danach hier halt härter wird. So, und gerade so mit den beiden Kumpels. Ich meine, wenn ich die hier so ein bisschen zum Runterfallen kriegen würde, gerade den ollen Blinden hier. Oh, Mann, das ist doch eine Farce. Ach, Mann.
Ich meine, gut, ich brauche eh das Geld, also die Seelen, denn ich will mir ja neue Heilsteine kaufen, deswegen klappt das ja schon irgendwie hier. Aber ich verballer gerade echt sehr unnötig meine Menschlichkeit, also mein Menschbild. Das wird ja gerade von mir völlig zerballert hier. So, aber wisst ihr was? Weil ich einfach so ein nicer, krasser Dude bin, also auf so nice, krasse Actions steht, mache ich nochmal den Test hier. So, wo ist eigentlich jetzt unser Ritterfreund? Das ist ein einmaliger gewesen. Ah, ist ja auch nicht schlecht. Manche sind ja so nur einmalig. Also ihr seht, hier steht noch richtig was rum. Also man sollte eigentlich den Ohrenstein machen. Cool, dass da noch so ein roter ist, wusste ich gar nicht. Gut. Gut, dass ich jetzt gestorben bin. Das heißt, ich komme nicht mehr an meine 7000 Seelen ran, die da liegen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das war überhaupt nicht von mir nach... Also, das schon nachgedacht, aber einfach zu hoch gepokert, würde ich sagen. Ach, Mann. Aber egal. Ich habe ja ein paar Seelen hier. Die kann ich jetzt mal benutzen. Guck mal, 400 Seelen. Cash in the Tash. Money in the Bank. So, meine ganzen Seelen mal usen. Because I brauche das Geld. Ich wollte einfach die Folge mal ausprobieren, ob ich hier mittlerweile weiterkomme oder nicht. Und das ernüchternde, aber dennoch zu erwartende Ergebnis war ja, ist tatsächlich, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich sollte mir auch mal eine neue Rüstung kaufen. Meine Rüstung ist halt schön, weil sie ist schnell, weil leicht. Aber sie hat halt kaum Death. Also ich bekomme ganz selten mal körperliche Geschichten abgeblockt. Das ist halt nicht so gut, sage ich mal. Ist nicht so gut. Deswegen gehen wir mal zu dir. So, du gibst mir erstmal was Besseres. Hast du was Besseres für mich? Eine Falknerrüstung. Ach, wie geil. Infanterierüstung, feste Lederstiefel. Sage ich dazu mal nur. Das ist ja jetzt auch nichts Geiles, Junge. Ich glaube, bei dem muss man echt auch wieder einkaufen, dass der neues Zeug am Start hat. Ich könnte so eine Männchenrüstung tragen. Habe ich echt nichts Geiles am Stissen? Alte Eisentrachtrüstung. Wow, geil. Laufe ich rum wie so ein Turtle. Nee. Das ist überhaupt nicht mein modischer Geschmack. Das Grabwächter-Oberteil. Das bringt mir nichts. Achso. Ich muss ja ausgehend von meiner aktuellen Rüstung. Ja, diese Dragon Lake Rüstung, oh, die wäre schon echt nice. Wenn man die so schön nutzen könnte. Aber. Oh, kann ich sogar. Krass, ich kann das Dragon Lake Zeug sogar benutzen. Ich meine, dadurch habe ich immerhin jetzt mal ein bisschen was auf den Rippen. Nee, bitte nicht. Das Ding sieht ja echt scheiße aus. Naja. Ja, jetzt muss ich halt gucken. Jetzt bin ich halt schon wieder über den goldenen Prozenten. Und zwar muss ich ein bisschen weniger auf der Schippe haben hier. So ein einfaches Mützchen vielleicht. Das würde immerhin noch gehen, aber ich nehme immerhin ein bisschen Verteidigung. Da die Folge jetzt eh schon so verkorkst ist, gibt mir das jetzt gerade mal einen Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen die Großen da kämpfe. Achso, ich wollte noch in Heilsteine investieren und in Pfeile muss ich investieren. Wartet mal. Ich würde sagen, für Pfeile reise ich doch mal ganz kurz zu Ol MacDuff hier. MacDuff! MacDuffs Werkstatt. Da gehe ich mal ganz kurz hin wegen den Pfeilen. Ich bin MacDuff und bin immer drauf. I hope to flame. Flame.
Ja, Flan. Als ob er so ein bisschen. Okay, nee, das sage ich jetzt nicht. Sonst denkt ihr wieder, ich bin ein böser Mann. Eisenpfeile. Nee, boah, so viel will ich gar nicht haben. Kaufe mal noch so 100 oder so. Flame, dir Flame. Ich flame dich nicht. So, 3000 Seelen, so. Waffe durchdringen, mal ganz kurz interessant. Und zwar habe ich ja hier noch mein anderes Langschwert. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal mit Blitz durchtränken. Kann ich aber nicht. Könnte mit Magie durchtränken, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Mit Magie. Magie oder Blitz? Blitz wäre schon schön, aber wann bekomme ich schon meinen ersten Blitzstein? Ah, Blutung wäre auch nicht schlecht. Boah. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich könnte sie aber schon verstärken, ne? Ich könnte das andere Schwert schon ordentlich verstärken. Ja, ja, da habe ich alle Sachen für da. Sollte ich aber erst machen, wenn ich das auch soweit habe. Ich könnte aber mal meine Giftwaffe hier mal verstärken. Einfach mal aus Test. Dear Flame. So, jetzt habe ich echt ganz schön Zeit verbraucht. Aber ich weiß, die Folge ist jetzt eher auch so ein Test. Ich meine, ich habe ein paar coole Sachen gemacht. Hallo, wir haben diesen coolen Invasorenkampf gegen Shake gewonnen. Wir haben jetzt immerhin mal endlich mal andere Rüstung angezogen. Ich hätte längst machen können, aber egal. Und wir haben mein Blitzschwert, mein Giftschwert hochgetrieben und ich wollte einfach mal austesten, ob ich mittlerweile schon eine Chance habe, hier am Heideturm weiterzukommen. Eine Frage, die ich aktuell noch mit Jein beantworten kann. Also ich würde sie nicht mit Nein beantworten, eher so mit Jein. Jetzt halt noch mit einer etwas besseren Rüstung am Start, also das bringt hier aber auch nochmal ein paar Vorteile, also zumindest Defense-Vorteile. Meine, ich werde jetzt hier nicht alle Schläge komplett abwehren, aber solange ich jetzt, keine Ahnung, den Schadensoutput vielleicht um 20% mindern kann, das heißt, ich könnte mal einen Schlag. Ja, ich würde sagen, das hat sich echt schon ein bisschen gelohnt. Mann, ich dachte ja. Oh, du stehst auf der Klippe und fällst da nicht runter. Wieso nicht? Du oller Heideritter. Warum mache ich halt eigentlich so wenig Schaden? Hat die andere Rüstung irgendwie meinen Schaden verstärkt? Oh, wieso bleibe ich eigentlich genau vor ihm stehen? Wenn er zuschlägt. Alter, wieso? Wieso kriegt der? Weil er sich halt mit uns mitdreht. Das ist das Problem, wenn man ihn im Lock hat. Dann dreht er sich nämlich mit. Und dann passiert genau dieser Shit. Was für eine Pleiten-, Pech- und Pannenfolge, ey. Aber ganz kurz meine Sache. Ich möchte mit meiner anderen.
Aber ich habe doch keinen... Mach jetzt einfach nur weniger Schaden. Vielleicht sollte ich mal meine andere Waffe rausholen. Gucken, wie die hier so ist. Mal einfach mal als Test. Oh, ich habe ja noch eine Magiewaffe. Ein Magiehammer. Warte mal. Wo habe ich denn jetzt hier meinen... Da. Meine Zwillingsklinge plus 6. Erstmal ohne Target Lock hier. Na gut, ich meine, wenn du immer wieder rausgehst, dann kann ich dich ja immer schön mit Pfeilen natzen. Mir macht das nichts übrigens, wenn ich dich mit Pfeilen töte. Sparst mir Zeit. Alter, das ist so ein... Ich versuche immer noch wegzurollen, aber seine Mega-Keule, die kriegt mich halt jedes Mal. Ich mache gerade echt eine Menge Schaden mit meiner Waffe hier. Stelle ich mal einfach gerade so fest. Ich will ihn jetzt noch einfach besiegen. Es kann doch nicht sein, dass der mich hier einfach jetzt jedes Mal raucht. Wird echt noch zum Zwillingsklingenkämpfer. So, ich penetriere dich jetzt so lange mit Pfeilen, bis du hier reinkommst, du oller Käsewirt. Nein! Ich will doch nur diesen blöden Typen besiegen. Das gibt's doch nicht. Spiel, was machst du mit mir? Warum machst du das mit mir? Warum? Warum? Ja, willkommen hier immer noch bei Dark Souls von Noobs für Noobs. Die Noob-Ausgabe. Mein Name ist Yuga und ich krieg einfach nichts hin. Bin zu dumm für dieses Spiel. Und darum kämpfe ich jetzt nur noch mit Pfeilen. Mach jetzt ein bisschen Schaden. Da kommt da rein hier, der dicke Harald. Gibt's da alles nicht hier? Oh Mann. Ich gebe jetzt hier Vollgas. An den Pfeilen. Naja, immerhin habe ich ihn jetzt mit Pfeilen tot gekriegt. Aber warum zacke ich jetzt gerade so ab? Mein Gott, der teilt hier ein paar Dinge aus. Oh.
Okay, also ich glaube, das Problem ist, warum ich mit der Waffe jetzt schlechter vorankomme, ist tatsächlich, dass ich hier nicht diesen schönen Stagger habe, den ich mit meiner anderen Waffe habe. Ich zeige euch das mal an einem praktischen Beispiel. Also, mal abgesehen davon, dass ich in diesem Gebiet gerade ein volles Rohr auf die Möhre kriege. Ich zeige euch das mal. Ja. So, also das einfach nur mal so zur Demonstration, was hier gerade passiert. Also ich bin der, der hier auf die Schnauze bekommt. Aber echt auf übelste Weise. Warum ich hier gerade immer noch am Kämpfen bin, ich glaube einfach nur noch fürs Prinzip. Und warum kriegt der Mana? Aber ja, ich weiß, dass seine scheiß Waffe so lang ist. Deswegen kriegt er mich halt jedes verdammte Mal. Gott, ich werde hier echt bald nur noch Bogenkämpfer in diesem Spiel. Na endlich hier! Den beiden mal gezeigt, was eine Hake ist! Und 20 mal gestorben. Ja, ich mach grad weiter. Also ich bin gerade echt im, ich will das gerade schaffen Modus. Ich weiß. Viel zu lange Folge, viel zu langes Video für YouTube. Krass, wie jetzt einfach alle kommen. Alter! Nur im... Nee, tut mir leid. Tut mir leid, nein, ich nehme jetzt die Beine in die Hand. Ich hau jetzt ab. Keine Lust mehr hier verdroschen zu werden. Es geht mir auf den Senkel. Auf den Senkel geht mir das. Oh, nee. Hier ist mein Bonfire. Okay, ihr lieben Leute. Tut mir leid, also in der nächsten Folge gehen wir schön. Ich gehe schon mal hin, dass ihr seht. Guck mal hier. Gehen wir zum Eisenschloss. Da habe ich mehr Chancen, weil da kriege ich nicht so hart auf die Fresse wie hier. Also, ja, vielen Dank fürs trotzdem Zuschauen, ihr lieben Leute. Wie gesagt, das war jetzt auch einfach mal ein Test, ob ich das schaffe. Und nein, ich schaff's nicht. Haben wir gelernt. Jetzt geht's hier weiter. In einem Gebiet, das auch genau das Richtige für mich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB. Euer Hyuga.